In diesem Video heute gebe ich dir Tipps, wie du deinen Hund die kommenden 24 Stunden stubenrein bekommst. Das heißt, mit den Tipps wirst du es schaffen, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass dein Hund in den kommenden 24 Stunden nicht mehr in die Wohnung macht. Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist André, ich bin zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater und von der Online-Hundeschule deine-hundeschule.com. Das ist mein Hund Monsieur, das ist meine Hündin Wolke und heute geht es um das Thema Stubenreinheit. Wie schon angekündigt, gebe ich dir alle Tipps an die Hand, die du brauchst, damit dein Hund auf schnellstem Wege stubenrein wird. Und zwar, wir fangen erstmal mit den wichtigsten Eckpunkten an. Hunde müssen sich lösen, gerade junge Hunde, nach dem Schlafen, nach dem Spielen und nach dem Fressen. Das ist ganz wichtig, dass ihr nach diesen Ereignissen sofort mit eurem Hund rausgeht. Der nächste wichtige Eckpunkt ist, Hunde merken sich den Untergrund, auf dem sie sich lösen. Das heißt, je mehr der Hund sich auf den bevorzugten Untergründen löst, das heißt Gras, Erde, Laub, desto mehr entsteht die Hemmung, Untergründe zu nutzen, die er nicht soll. Holzfußboden, Teppich, Fliesen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wenn ihr dann noch die Zeitfenster kennt, die wichtig sind, wann man mit dem Hund raus muss, dann habt ihr alle Schlüssel an der Hand, um euren Hund auf schnellstem Wege stubenrein zu bekommen. Und zwar, das Zeitfenster ist 1,5 Stunden. Damit seid ihr auf der sicheren Seite, weil ganz oft liest man, ja, man soll mit einem Welpen alle 2 bis 3 Stunden rausgehen. Bei manchen Welpen funktioniert es, aber bei manchen ist dieses Zeitfenster schon zu breit. Deswegen ist meine Empfehlung, beginnt die erste Woche der Stubenreinheit, egal ob ihr mit einem Welpe anfangt, der nicht stubenrein ist, oder mit einem älteren Hund, der auch nicht stubenrein ist. Ich würde immer in der ersten Woche dieses Zeitfenster wählen, das heißt alle 1,5 Stunden mit dem Hund raus. Selbst nachts, und dann könnt ihr nach einer Woche dieses Zeitfenster langsam ausdehnen. Und das ist es eigentlich. Ich komme jetzt noch zu den Fehlerquellen, die auftauchen können, warum der Hund sich vielleicht doch im Haus löst, beziehungsweise welche Fehler dabei am häufigsten gemacht werden, sodass sich der Hund dann im Haus löst. Weil es liegt nicht an der Technik und es liegt auch nicht am Hund. Es liegt dann immer an uns, dass wir nicht auf diese wichtigen Punkte achten, warum der Hund dann immer noch in die Wohnung macht und noch nicht zuverlässig stubenrein ist. Und zwar, die erste große Fehlerquelle ist, es wird zu wenig mit den Hunden rausgegangen. Das heißt, es wird nicht alle 1,5 Stunden mit dem Hund rausgegangen, sondern der Moment wird verpasst und es wird dann zu lange gewartet und so macht der Hund dann wieder. Das heißt, die erste Fehlerquelle eliminieren und wirklich, wenn man damit anfängt und man möchte, dass der Hund ganz schnell stubenrein wird, dann geht man alle 1,5 Stunden raus. Und man achtet natürlich auf die Zeiten nach dem Schlafen, nach dem Spielen, nach dem Fressen. Aber in der Regel ist es so, dass die beiden Sachen zusammenpassen. Das heißt, wenn der Hund gespielt hat, dann geht man mit ihm raus. Und wenn man dann wieder reinkommt, dann schlafen die mal, jetzt gerade Welpen, schlafen dann wieder so 1,5 Stunden ungefähr. Und dann kann man wieder mit dem Hund rausgehen. Und so passt sich das einigermaßen an, dieses Zeitfenster mit diesen Aktionen Schlafen, Spielen, Fressen. Da bekommt ihr ein Gefühl für auf jeden Fall und im Zweifel geht ihr dann ruhig zweimal raus. Das heißt, wenn ihr jetzt nach 1,5 Stunden draußen wart und nach einer halben Stunde wird der Hund auf einmal wach und läuft in der Wohnung rum, dann würde ich direkt wieder rausgehen, auch wenn die 1,5 Stunden zum Beispiel noch nicht um sind. Ein weiterer häufiger Fehler ist, dass Leute berichten, wenn sie mir zum Beispiel schreiben, ja, mein Hund ist nicht stubenrein, was kann ich machen? Der meldet sich gar nicht. Ich bin von meinem alten Hund gewöhnt, dass der sich meldet, wenn er raus muss. Und das ist ein grober Fehler, weil junge Hunde, gerade Welpen, sich noch nicht melden, weil die einfach noch nicht stubenrein sind. Die haben noch keine Hemmung, sich im Haus zu lösen und entsprechend melden die sich auch nicht. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass man einfach nicht diesen Denkfehler auf dem Leim geht, dass man sagt, ja, ich warte, bis der Hund sich meldet, der wird mir schon zeigen, wenn er raus muss, sondern dass man das selbst in die Hand nimmt und sagt, alle 1,5 Stunden und nach dem Schlafen, nach dem Spielen, nach dem Fressen. Ein dritter häufiger Fehler ist, dass man dem Hund konstant Wasser zur Verfügung stellt. Das ist jetzt ein ganz wichtiger und sensibler Punkt, weil überall liest man, dass Hunde durchgängig Zugang zu Wasser haben sollten. Das ist im Prinzip auch ein sehr, sehr guter Rat, damit die Hunde einfach die Zunge befeuchten können und somit ihre Körpertemperatur regeln. Gerade im Sommer ist das total wichtig. Nur beim Aufbau der Stubenreinheit kann euch das so ein bisschen in die Quere kommen, wenn der Hund die ganze Zeit Zugang zu Wasser hat. Und zwar, wenn ihr mit dem Hund draußen wart, der hat 5 Minuten, ist er draußen durch die Gegend gelaufen, er hat sich auch gelöst
und kommt dann wieder rein und säuft sofort, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er 5 bis 10 Minuten später in die Wohnung pinkelt, weil das mehr oder weniger fast durchläuft bei so einem jungen Hund. Deswegen regel ich das mit dem Wasser so, dass ich zu diesen Zeiten, also diese 1,5 Stunden, dass ich kurz bevor ich mit dem Hund rausgehe, biete ich ihm Wasser an und dann stelle ich es weg. 1,5 Stunden später biete ich ihm wieder Wasser an und stelle es weg, sodass, wenn wir wieder reinkommen vom Gassigang, er nicht direkt wieder trinken kann, damit er sich nicht 10 Minuten später direkt wieder in der Wohnung löst. Nur ganz wichtig ist bei diesem Tipp, darauf zu achten, dass einmal das Wetter draußen nicht zu heiß ist, wenn man das so umsetzt, und dass der Hund sich nicht draußen total verausgabt hat. Das heißt, wenn draußen über 20, 25 Grad sind, dann ist es wichtig, wenn der Hund wieder reinkommt, dass man ihn kurz trinken lässt, dann gehe ich lieber 10 Minuten später nochmal mit ihm raus. Oder wenn er richtig getobt hat draußen, der ist total platt, der hechelt wie verrückt, klar muss der Hund dann trinken. Ich hoffe, dass ihr so verantwortungsbewusst seid und diesen Tipp einfach vernünftig einsetzen könnt und da nicht grobe Fehler macht, dass ihr sagt, nein, das ist mir jetzt egal, der kriegt jetzt kein Wasser, oder dass ihr denkt, was erzählt er denn da, ein Hund muss immer Zugang zu Wasser haben. Also definitiv, es gibt Situationen, da sollte ein Hund immer die Möglichkeit haben zu trinken, das sind die angesprochenen, aber es gibt auch durchaus Situationen, wenn man zum Beispiel jetzt einen Hund hat, der ist 8 Wochen alt, der rennt draußen kaum rum zu den Gassi-Zeiten, die laufen wenig, bewegen sich kaum, man ist dann 5 Minuten draußen, der muss mit Sicherheit nicht direkt danach wieder trinken, wenn ich ihm kurz vorher Wasser gegeben habe. Das dazu. Also dieser Punkt mit dem Wasser, der ist optional. Das könnt ihr euch überlegen. Ich hatte in den letzten Videos nachgefragt, ob das für Leute interessant ist, wie ich das mit dem Wasser steuere und mit dem Futter steuere. Und diesen Punkt wollte ich euch erzählen. Das habe ich jetzt hiermit gemacht. Und ihr müsst einfach gucken, wie ihr das für euch einbauen möchtet oder halt gegebenenfalls auch nicht. Aber macht es sehr, sehr vorsichtig. Und im Zweifel gebt ihr lieber Wasser, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Dann geht ihr lieber einmal mehr raus. Mit dem Futter mache ich das im Prinzip ähnlich. Ich habe feste Futterzeiten, da biete ich dem Hund das Futter an und danach stelle ich es weg. Und das verbinde ich auch mit den Stundenfenstern, mit dem, was ich gerade beschrieben habe. Und das hat bei Wolke super funktioniert. Die war ruckzuck stubenrein. Und wenn sie uns mal in die Wohnung gemacht hat, dann wirklich, weil wir nicht aufgepasst haben, weil das 1,5 Stunden Zeitfenster rum war, oder wir nicht aufgepasst haben, dass sie wach geworden ist. Das kann natürlich immer passieren, aber es liegt dann nicht an der Technik oder am Hund, sondern das liegt wirklich dann an der Unaufmerksamkeit, in dem Fall von mir oder von uns Menschen, wenn es halt bei jemand anders passiert. Jetzt habe ich noch ein paar abschließende Tipps für euch und ganz am Schluss erkläre ich euch noch, wie ihr eurem Hund beibringen könnt, einen ganz bestimmten Platz im Garten als Löseplatz zu verknüpfen. Also, dass er nur in einem ganz bestimmten Bereich sich löst, also dort halt seine Geschäfte verrichtet. Falls jemand nicht weiß, was Lösen ist, dann, also das meine ich damit. Der erste Tipp, der wichtig zu wissen ist, dass Hunde erst ab der 16. Woche anfangen, ihre Blase kontrollieren zu können. Weil viele denken, oh, mein Hund ist jetzt schon in der 12., der ist jetzt schon in der 13. Woche. Das klappt immer noch nicht so richtig. Wenn man diese angesprochene Zeitfenster einhält, schafft man es eigentlich immer, dass der Hund sich draußen löst. Wenn man aber mal ein bisschen länger im Haus ist und der Hund hat gerade getrunken oder man passt nicht auf, dann kann es sein, dass der Hund trotzdem macht, weil er es halt nicht richtig kontrollieren kann. Es läuft dann einfach und deswegen ist es einfach auch eine Beruhigung für viele, dass die wissen, mein Hund ist noch keine 16 Wochen, das entwickelt sich. Und ihr werdet merken, wenn ihr das so umsetzt, dass der Hund wirklich große Sprünge macht beim Training und dass ihr von Woche zu Woche da eine tolle Entwicklung feststellt. Der nächste Tipp von mir ist, dass ihr das dynamisch angeht mit diesem Zeitplan. Das heißt, eine Woche würde ich mich konsequent an dieses 1,5 Stunden Zeitfenster halten und dann könnt ihr das langsam ausdehnen. Dann geht ihr auf 2 Stunden, auf 2,5 Stunden, eine Woche später seid ihr schon bei 3 Stunden und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie der Hund gerade drauf ist. Das heißt, wenn zum Beispiel die 1,5 Stunden oder später dann die 2 Stunden um sind, aber der Hund schläft noch, zum Beispiel nachts, dann braucht ihr den Hund natürlich nicht wecken, sondern man lässt ihn dann einfach schlafen und tagsüber genauso. Also man weckt den Hund nicht, weil das Zeitfenster um ist, weil im Schlaf wird er nicht pinkeln, sondern da muss man einfach wachsam bleiben und gucken, wann er wach wird und dann halt sofort rausgehen. Ein weiterer Tipp zur Stubenreinheit ist, dass wenn der Hund im Haus noch einen bestimmten Untergrund bevorzugt, das ist häufig so, dass Hunde sich schon draußen lösen, aber die Leute berichten, die Hundehalter, ja, der macht eigentlich fast alles draußen, aber er macht immer noch auf einen Teppich in der Wohnung oder er macht immer noch aufs Sofa zum Beispiel bei manchen, wenn er da drauf geht, wenn die nicht da sind oder wann auch immer. Oder er benutzt sogar sein eigenes Hundekissen oder was auch immer. Und da ist es ganz wichtig, dass man dem Hund die Möglichkeit nimmt, sich darauf zu lösen. Das heißt, wenn es ein Vorleger ist, dann räumt man den einfach weg.
Wenn es ein Sofa ist, dann guckt man, dass der Hund keinen Zugang zu dem Sofa hat, entweder zu dem ganzen Raum oder man beschwert das Sofa mit irgendwelchen Sachen. Das hilft bei manchen Hunden, dass sie dann nicht mehr raufgehen, weil es einfach ungemütlich ist obendrauf. Oder man schränkt den Hund räumlich ein über ein Kindergitter zum Beispiel. Bei Welpen kann man generell mit so Indoor-Zäunen arbeiten. Das machen auch manche und das ist auch sehr hilfreich, weil der Hund dann wirklich nur einen begrenzten Bereich zur Verfügung hat. Und man kann es besser einsehen, man kann besser reagieren, man kann diesen Raum mit Unterlagen auslegen zum Beispiel. Und so entsteht auch etwas schneller die Hemmung, sich auf den anderen Untergründen innerhalb der Wohnung zu lösen. So, jetzt zu guter Letzt, wie versprochen, erkläre ich euch noch, wie man dem Hund beibringt, sich auf einem ganz bestimmten Platz zu lösen. Die meisten werden das im Garten nutzen, einige vielleicht sogar auf der Terrasse, auf dem Balkon. Fürs Schiff ist das interessant zum Beispiel. Also man kann den Hund auch auf ein Katzenklo, an ein Katzenklo gewöhnen oder ihn darauf trainieren, da sich Hunde einfach den Untergrund merken. Und zwar für Wolke habe ich mir einen Sandkasten bestellt, den habe ich bei uns auf der Terrasse aufgebaut und ich habe den Sandkasten mit der Erde befüllt, auf der sie sich schon löst. Das heißt, nebenan, neben unserem Haus ist so ein Platz, da ist so Erde, Lehm, Kies, was man halt so kennt, so von so einem parkähnlichen Platz. Und das habe ich genommen und damit habe ich dann den Sandkasten befüllt. Und immer zu den Zeiten, wo ich wusste, dass sie sich lösen muss, habe ich sie einfach in den Sandkasten gesetzt. Man muss da ein bisschen Geduld haben, das ist ganz wichtig, dass man es immer wieder versucht. Aber dieser Geruch und dieser Untergrund animiert die Hunde sehr, sehr schnell, sich dann auch dort zu lösen. Und wenn die Hunde das erstmal ein, zwei, dreimal gemacht haben, dann laufen die fast von selber dahin und machen das immer da. So einfach ist das. Ja, das war's zum heutigen Stubenreinheits-Special. Mit diesen Tipps schafft ihr es, dass euer Hund die kommenden 24 Stunden nicht in die Wohnung macht. Für alle Teilnehmer meiner Online-Hundeschule, die finden einen ganz konkreten Zeitplan, so wie ich ihn genutzt habe, in meiner Online-Hundeschule im großen Welpeneimer 1 in dem Kapitel Stubenreinheit aufbauen. Könnt ihr euch da als PDF downloaden und ist mit Sicherheit eine große Hilfe. Jetzt kommen noch ein paar Infos für die kommenden Videos. Und zwar, heute gibt es zum letzten Mal eure Instagram-Bilder mit dem Hashtag Deine Hundeschule, weil ganz viele andere Hundeschulen und auch andere Leute nutzen mittlerweile diesen Hashtag Deine Hundeschule und ich kann nicht mehr unterscheiden, wer jetzt wirklich von den Videos kommt und wer nicht. Und ich möchte nicht Gefahr laufen, dass ich irgendwann einer meiner Videos rauslöschen muss bei YouTube, weil irgendjemand sagt, wieso ist mein Hund da in deinem Video? Das wollte ich gar nicht. Und deswegen werde ich das jetzt einstellen. Ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr weiter den Hashtag nutzt, wenn ihr einfach eure Hunde weiter postet. Ich freue mich immer riesig, eure Hunde zu sehen. Ich werde die auch weiterhin liken. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass es in Zukunft halt nicht mehr so ist, dass ich das leider nicht mehr machen kann. Dann gibt es noch eine Info zu den Uploads hier auf dem Kanal und zwar werde ich die Zeitspanne vergrößern. Ich werde jetzt einmal im Monat ein Video hochladen. Ich habe super viel zu tun mit der Online-Hundeschule, mit dem Buchschreiben, sodass ich das gar nicht mehr schaffe, weil die Videos auch teilweise relativ aufwendig geworden sind. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, lieber tolle Videos zu machen und dafür weniger, also einmal im Monat, anstatt jede Woche einfach ein Video hochzuladen. Wenn ihr keines der Videos verpassen wollt, abonniert den Kanal. Falls ihr Hilfe bei der Erziehung eures Hundes braucht, schaut mal in meiner Online-Hundeschule vorbei auf www.deine-hundeschule.com. Da findet ihr ganz viele Praxiskurse, ganz viele Inhalte. Meine Beratung, meine individuelle Beratung ist dort inklusive per WhatsApp und per E-Mail. Das heißt, wenn ihr Fragen zur Hundeerziehung habt, wenn ihr mit den Kursen nicht weiterkommt, was auch immer, könnt ihr euch jederzeit an mich wenden, dann helfe ich euch da weiter. Dann jetzt nochmal zum Abschluss eure Instagram-Bilder der vergangenen Woche. Dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und liebe Grüße. Tschüss, euer André und Monsieur und Wolke. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. Yeah.
in